In der Sendung Akte 2011 Spezial vom 12. April 2011 war im Zusammenhang mit der Krankheit Lipödem und deren operativen Behandlung von 5 Operationen und Kosten in Höhe von 30.000 Euro die Rede. Diese Zahlen entsprechen laut dem Lipödem-Experten Prof. Dr. Manuel Corneli, der auch in dem Beitrag zu Wort kam, nicht den Tatsachen. Wir bitten um eine Klarstellung. Am Telefon der Experte selbst. Herr Professor Corneli, in dem Aktebeitrag sieht man Sie eine Patientin untersuchen und dann werden 30.000 Euro als Operationskosten genannt. Ist diese Höhe der Kosten abhängig von der zu entfernenden Fettmasse? Nein, die Operationskosten können nicht abhängig sein von der Menge des zu entfernenden Fettes. Grundsätzlich reichen auch bei dieser Patientin, die ich dort gesehen habe, 3 Operationen und nicht 5, wie von der Redaktion dargestellt wurde. Das heißt, die Operation sollte sich im Rahmen von ca. 14.000 Euro belaufen und nicht 30.000, wie dort genannt wurde. Kann man sich mit diesen Kosten an die Krankenkasse wenden? Das kann man sicher tun, aber es ist nicht sehr erfolgsversprechend, denn die Operation ist keine Kassenleistung, da ändert sich gar nichts dran. Es gibt zu dem Thema ein Bundessozialgerichtsurteil aus dem Jahr 2008 und das ist sehr eindeutig und sagt, dass die Operation des Lipödems keine Kassenleistung ist. Das ändert auch nichts, wenn ein medizinischer Dienst der Krankenkasse sich das ansieht, denn das OP-Verfahren ist als solches nicht positiv bewertet von der Krankenkasse, also nicht im Leistungskatalog aufgenommen, so muss man es formulieren, und deswegen ist es auch nichts, worauf man einklagen kann. Kann denn nicht ein Attest vom Arzt helfen? Attestieren kann ich die Erkrankung, attestieren kann ich die Sinnhaftigkeit der Operation, aber die Entscheidung liegt selbstverständlich bei der Krankenkasse, bei dem, der das Geld ausgibt. Sie werden natürlich mit einem ärztlichen Attest keine Veränderung der Rechtslage bewirken. Es bleibt also dabei, dass die Operation eine reine Privatleistung ist, völlig unabhängig davon, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist und dass es für die Qualität des Lebens der betroffenen Patientin natürlich einen Riesenunterschied ausmacht, ob sie zweimal in der Woche Physiotherapie kriegen und lebenslang Kompressionsbekleidung tragen müssen oder ob sie durch eine Operation mit 3 Eingriffen von dem Lipödem geheilt sind, also keine Beschwerden mehr haben, keine Lymphdrainage mehr brauchen, keine Kompression mehr brauchen. Ist eine Operation also nur was für Leute, die es sich leisten können und für die anderen heißt es weiter konservativ behandeln? Wenn wir jetzt nur über das Geld reden und nicht über die Lebensqualität, dann muss man die Dinge vernünftig miteinander vergleichen. Also im konservativen Bereich zahlt die Krankenkasse ja auch nicht durchgehend Lymphdrainage, sondern nur 2x6 und dann für die nächsten 3 Monate muss der Patient sich die selber leisten. Sie können Lymphdrainage mit 50 Euro die Stunde ansetzen bundesweit. Das heißt, Sie sind hier schon mal gleich bei 100 Euro in der Woche, 400 im Monat, 1200 in 3 Monaten. Das Ganze werden Sie aufgrund der Versorgungs- und Verordnungslage der Krankenkasse 3 bis 4 Mal durchlaufen. Das heißt, Sie zahlen aus eigener Tasche knapp 5.000 Euro im Jahr für die sachgerechte konservative Versorgung und haben dabei im Ergebnis nur eine Verbesserung der Schmerzhaftigkeit, keine Entfernung des Lipödems. Insofern ist auch unter dem Aspekt, wenn man es schon privat bezahlen will, die Summe von knapp 14 für 3 Operationen eine realistische Größenordnung, die sie nach 3 Jahren sozusagen eingespielt haben. Darüber hinaus macht es sicherlich Sinn, natürlich den Antrag an die Kasse zu stellen und den medizinischen Dienst der Krankenkasse beurteilen zu lassen. Es wird nach Rechtslage eine Ablehnung dabei herauskommen. Und wenn man dann an der Stelle ist und hat die Ablehnung der Krankenkasse in der Hand und die Bestätigung des Krankheitsbildes, dann würde ich zum Beispiel den Rat geben, dass man selbstverständlich auch seinen Steuerberater mal zur Rücksprache heranzieht, denn so man Steuern bezahlt, kann man besondere Belastungen aus medizinischem Grunde dort vortragen. Und das muss ein Steuerberater dann erklären, das kann ich nicht. Aber es ist zumindest ein vernünftiger Weg, die Kosten kleiner zu halten. Kommen wir abschließend noch zu Ihrer Operationsmethode, der sogenannten lymphologischen Liposkulptur. Beschreiben Sie dieses Verfahren bitte kurz. Das ist methodisch so aufgebaut, dass mit 3 Operationen, also zuerst die Beine außen, danach die Arme, danach die Beine innen, operieren können. Sie sind dann mit 3 Sitzungen eigentlich fertig. Ich habe jetzt wieder einen Beitrag gesehen, da wurde 9-mal operiert. Das ist mir nicht nachvollziehbar. Aus medizinischem Grunde ist das nicht nötig. Ich mache es grundsätzlich so, dass mehr als 3 OPs nicht notwendig sind, also auch nur 3-mal Narkose und 3-mal nachbehandeln. Das reicht. In ganz, ganz seltenen Fällen muss man nach einem Jahr nochmal hinterhergehen und Teile nochmal weiter entfernen, wenn besondere Massenverhältnisse vorliegen oder noch Schmerzhaftigkeiten da sind. Da sind aber Ausnahmen. Klassischerweise 3 Sitzungen. Und ganz, ganz wichtig, es muss grundsätzlich alles operiert werden. Es macht keinen Sinn, den Oberschenkel außen und ein Stück vom Knie zu operieren meinetwegen und den Rest dann sein zu lassen, weil man erst wieder Geld spart. Solange nicht alles operiert ist, wird weiter physikalische Therapie stattfinden müssen für die nicht operierten Areale.
Und deswegen ist es nur sinnvoll, wenn man von vornherein komplett durchplanen kann und sagt, okay, zwei Sitzungen für die Beine, eine für die Arme. Und dann ist das Lipödem entfernt und eine weitere konservative Behandlung nicht mehr nötig. Vielen Dank, Professor Corneli, für das Gespräch.